Das Wetter ist gut, nicht kalt und trocken. Also gehen wir heute wieder wandern. Ab zum Brekendorfer Forst. Hier am Rande der Hüttener Berge geht es los. Die Teilnehmerzahl ist recht gut, etwa 26 oder 27 Leute. Durch gute Wege, aber auch wie hier zu sehen, durch matschige Stellen. Hallo Hans. Vorher kamen wir an diesem Hof Jerusalem vorbei. Ab und an wurden kleine Pausen gemacht. Ja, diese Hirsche, die zugewandert sind aus Dänemark, haben wir tatsächlich gesehen. Und wie immer, die Haselmaus ist unser ständiger Begleiter. Nicht nur auf dem Jakobsweg, auch hier in diesem Forst gibt es diese Steinmännchen. Wir müssen etwas zulegen, damit wir rechtzeitig an der Hütte ankommen. Sonst gibt es keinen Kaffee und Kuchen mehr und wir werden nicht bedient. Nun haben wir es geschafft. Bei dieser schönen Weihnachtsstimmung schmeckt der Kaffee besonders gut. Danach geht es wieder zum Parkplatz und mit dem Auto nach Hause. Und zum Schluss noch ein schöner Gruß an die lieben Wanderfreunde. Tschüss!